Jawohl. Sehr nice. Feiere ich ein bisschen. Sehr geil. So. Die werden auch direkt befreit dann, die Venya. Das ist schon mal super. Ah, ein bisschen Bienenschwarm müssen wir hier organisieren. Kleinen Moment bitte. Müssen wir gerade husten. So. Geht der Weg? Ja, der Weg geht weg. Geht er? Der ging nämlich vorher nicht weg und so. So, jetzt schaue ich mal eben schnell auf die Karte. Und, gehen wir jetzt noch direkt hier das Leuchtfeuer machen. Und dann gehen wir dann zu Tensei. Wenn wir schon einmal hier unterwegs sind. Ah, wie cool. Und wir sind nicht gestorben, wir sind zwar aufgefallen, hätten zwar jetzt noch ein bisschen Bonus bekommen, was es angeht mit, ja, ohne irgendwie gesehen zu werden, das den Außenposten zu befreien oder beziehungsweise das Lager. So. Und wir müssen demnächst wieder auf die Jagd gehen, um halt unsere Taschen zu erweitern. Und pipapo. Oh. Sehr schön gemacht. Bisschen Kill bringt ja auch ein paar EP. Boah, ich habe jetzt schon Angst im Survival-Modus, muss ich ganz ehrlich gestehen, gegen den Bären zu kämpfen. Da habe ich riesengroßen Schiss. Vor allen Dingen, es ist ja auf Experte am Stehen. Und boah, einmal sterben und alles vorbei. Uiuiui, da habe ich jetzt schon Respekt vor. Bin ich ganz ehrlich. So. Dann gehen wir mal zum Leuchtfeuer. Da werden wir wahrscheinlich... Achso, und ich bin ja hier die ganze Zeit im Rennen. Das muss ich mir... Oh, warte mal. Das muss ich mir auch abgewöhnen. Das Rennen. Denn Rennen verbraucht Ausdauer. Hey, cool. Wir haben ihn erlegt. Den großen Elch. Sauber. Elchhaut. So. Und, genau, Rennen verbraucht Ausdauer im Survival-Modus. Und da ist nicht mal so eben mal... Ja, ich renne mal eben durch die Landschaft von A nach B. Genauso wie Schnellreise verbraucht auch Ausdauer. Und Ressourcen wie Nahrung. Deswegen muss man sich da gut überlegen, was man tut. Das wird ein bisschen dauern, bis wir den durchhaben dann im Stream. Aber ich freue mich sehr. Und gleichzeitig läuft das noch parallel auch noch das Let's Play, also volle Far Cry Power quasi. So, töte alle Gegner, um das Leuchtfeuer zu erobern. Um es zu erobern. Okay, machen wir. Eben gucken. Ich höre ein Tier, aber ich sehe es nicht. Was machen wir? Hin und her, hin und her. Oder? Das ging ja schnell. Hey, du bist Supi. Nee. Ja. Okay, ein paar Narben im Gesicht, aber mein Gott. Oh, das, was? Yeah. So, Leuchtfeuer können wir entzünden. Machen wir mal. Sehr schön. Haben wir das auch? Feiere ich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich gestehen. So. Sehr schön. Leuchtfeuer brennt. Wir können auch mal einen Speer herstellen. Am besten nochmal ein paar weitere. Wir haben ja ein paar verbraucht. Schon mal egal. Hier, ja, kann ich. Sehr schön. So. Jetzt geht's weiter. Hallo? Lass das. Gehen wir doch aus dem Weg. Ach, hier ist ein... okay. Ich hatte mich schon gewundert, wo kommt diese Geräusche her? Der hat also... Den hätten wir natürlich auch befreien können, damit der für uns arbeitet. So, wir wollten jetzt zu Tensei gehen, ne? Genau. Da ist er auch schon. Machen wir den Wegpunkt dahin. Und da geht's weiter. Wir haben, ja, Speer und Keule. Das ist erstmal ganz okay. Ich bleib mal beim Speer.
Speer ist sehr mächtig. So. Mit unserem Begleiter gehen wir durch den Urwald. So. Ich glaube, wir gehen. Ja, wir gehen hier lang. Hier ist ein bisschen Hartholz. Nee, Südholz. Nee, doch Hartholz. Was? Nein, da will ich. Geh mir doch aus, los, wie ich. Ich will die nicht stören. Ich mache einen großen Bogen rum. Ich weiß, viele werden sagen, ey, du Lappen, mach die Mammuts doch fertig. Nein, ich bin nicht so ein Mammuttöter. Das sind Gegner, ich hab's gewusst. Was, Tigri? Wir werden niemals nicht zum Weg kommen. Wir haben hier immer so viele Sachen nebenher. Was ist denn da hinten? Oh, das ist aber niedlich hier, der Tümpel. Echt schon. Das ist auch ein Gegner. Was ist denn hier los? Alle irgendwie auf dem Trip, glaube ich. Oh, die kämpfen. Oh Gott, hier ist Mammutgebiet. Oh Gott. Wie cool der Steiner draußen steht. Warte mal, ich gehe mal hier rauf. Ich schick mal unseren Bären weg. Der stört mich jetzt gerade. Also kann ich ein bisschen besser so das alles im Auge behalten, was hier los ist. Okay, die scheinen gerade gegen die Mammuts zu kämpfen. Wir müssen auf jeden Fall in die Richtung. Das bleibt uns nichts anderes übrig, als wie durch die Mammutherde irgendwie zu wandern. Ich habe gedacht, ich kann sie vielleicht umgehen, aber anscheinend... Da ist aber auch kein seltenes Mammut dabei. Jetzt hätte ich gesagt, wir kämpfen mal gegen so ein... Uah. Oh Gott, wie viele Mammuts hier sind. Oh Gott, was? Alter, das werde ich nie mehr überleben. Das werde ich nie im Leben überleben. Außer ich bleibe in Deckung und versuche. Können die nicht mal weitergehen oder so? Wie soll da hingucken? Hä? Was war denn das? Interessieren die sich dafür? Kann man die auch ablenken? Das wäre super. Hey, wie cool. Ja, dann kann man sie ablenken, dann kann man vielleicht da, das wäre geil. Dann kann man die ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen ablenken. Oh, ich wollte den gar nicht treffen. Entschuldigung. Oh Gott. Hallo Jungs, ciao Jungs, macht's gut. Weg hier, weg. Puh. Die verfolgen uns nicht mehr, ne, oder? Oh, Gott sei Dank. Da ist auch noch ein Mammut. Ich nehme noch mal ein bisschen das Holz mit. Weil je mehr Holz wir haben, desto besser. Weil wir müssen ja sowieso die Speere und die Pfeile mal bauen. Und ja, im Survival-Modus muss man viel mehr hier Ressourcen sammeln. Abgrabbeln und hast du nicht gesehen. Und Pipapo. Und, oh Gott, das ist so... Das macht so viel Spaß. Ich freue mich schon sehr auf Freitag, wie gesagt. Und ja, die Maske von Krati. Betritt die heiligen Höhlen und stiehlt die Maske von Krati. Oh Gott. Ja, das wird ja lustig. Hab mich jetzt gar nicht drauf eingestellt, dass es hier... hallo, ich sehe nicht. Ich sehe... Gut. Mhm. Ihr seht genauso viel wie ich im Übrigen. Vor allem, wenn du das am Tage spielst, ist es sehr geil, wenn die Sonne auf dem Monitor scheint. Das Schöne ist ja dabei, wenn ich jetzt im Let's Play weiter bin... Ich bin ja, wie gesagt, im Let's Play natürlich weiter. Kann ich mich schon mal so ein bisschen im Survival-Modus drauf einstellen, was mich so ein bisschen erwartet. Weil dann kann man schon mal so ein bisschen vorab sehen. Also ich würde jedem empfehlen, der das Spiel neu hat, nicht direkt mit dem Survival-Modus anzufangen, sondern lieber einmal durchspielen. Ja. Oh. Da ist die Maske. Kann ich meine Eule hier eigentlich rufen? Würde mich mal brennend interessieren. Aha, ist klar. Warnung, Eule kann nicht gerufen werden. Oder kann hier nicht gerufen werden. Ist natürlich sehr geil.
Das heißt, ich muss das alles eigenständig angehen. Ich würde gerne noch ein paar Gegner markieren. Ist da oben noch jemand? Nein, ne? Da oben kann man, glaube ich, ranklettern mit dem Enterhaken. Ich schaue mir noch mal ein bisschen um, ob ich noch ein paar Gegner sehe, die sich zeigen, aber der kann auf jeden Fall schon mal Hilfe rufen. Da unten sehe ich keinen rumlaufen. Ich wechsle mal auf den Bogen. Ah, ich muss hier unten lang. Fuck, ich dachte, ich könnte da irgendwie rüber. Nehmen wir mit, wenn wir schon einmal hier sind. Was suchen? Was stand da? Was suchen? Die suchen. Okay. Stiehl die Maske von Krati. Das ist natürlich die Frage, wo sind noch Gegner? Weil ich glaube nicht, dass das hier diese 5 Mann sind. Ich kann mir schon vorstellen, dass es mehr sind. Da könnte man auch lang gehen. Da oben können auch welche laufen. Das ist natürlich nicht so ganz einfach, hier den Überblick jetzt zu behalten. Vor allem zumal das ja auch in der Höhle ist. Krati! Krati! Ich klau dir gleich die Maske. Na, hast du Krati. Hast ja alles, was du brauchst. So, Entschuldigung. So. Was, wer redet denn da? Ach, der hier oben. Ich dachte schon. Da oben steht noch. Ich hab's gewusst. Steht da noch einer? Dahinter könnte vielleicht noch jemand stehen. Wir müssen echt vorsichtig agieren. Ich will hier kein Aufsehen erregen. Das könnte echt brenzlig in der Höhle werden. Wir haben eine Höhlenmalerei. Schlafplatz. Aber wie komme ich nach... Ich muss mit Sicherheit den Enterhaken benutzen an der einen Stelle. Könnte ich mir gut vorstellen, um halt nach oben zu kommen. Ist da oben auch noch jemand? Nein, ne. Okay, pass auf. Ich versuche mal. Oder wir können auch hier lang gehen. Ich habe Angst, dass wir hier gesehen werden. Oh, eine Beutetasche. Hier, yeah, Feuerstein. Der Fred ist da drin gewesen, hast du gesehen? Um die Ecke gucken immer. Man merkt mir irgendwie an, dass ich ein bisschen vorsichtiger geworden bin. Was das Gameplay angeht. Das habe ich überhaupt wegen dem Survival-Modus. Kommt der hier lang? Das wäre schlecht, wenn der hier lang kommt. Nein, okay. Ist das aufgefallen? Nein, ne? Oder? Also zumindest die drei hier nicht. Die drei von der Tankstelle und er da. Er da hinten auch nicht. Ja, der steht, glaube ich, hinter einer Mauer. Ich glaube nicht, dass ich ihn treffen kann. Okay, die sehen mich von hier aus nicht. Den einen sehe ich gar nicht mehr, der irgendwie da hinten stand. Oder war das der? Ich weiß das gar nicht mehr. Oh! Aha. Ach du Scheiße, aber gepanzerter. Scheiße, kann ich den irgendwie takedown? Dreht er sich irgendwie um? Wahrscheinlich nicht, ne? Der wird wahrscheinlich die ganze Zeit da stehen und ich kann den nicht umgehen, oder? Oder kann ich hier... Nee, raufklettern kann ich nicht. Scheiße, aber wir haben ja jetzt das Takedown-Feature auch für schwere... Auch für schwere Gegner. Aber Moment, ich könnte ihn eigentlich auch hinlocken. Das würde gehen. Ich probiere es mal. Ich vergesse das immer mit dem Hinlocken. Vergesse ich immer. Nein! Mach das weg. Ach, komischerweise, hier kann ich die Eule rufen. Ich probiere es mal. Vielleicht kann ich mir da ein paar Gegner noch markieren, die ich vielleicht übersehen habe. Alter. Ist halt voll die Fete, voll die Love Parade. Da hinten stehen noch einmal, da ist noch ein Dings. Ein Hörnchen. Wir stehen. Da unten stehen wir. Kommen wir uns jetzt ein bisschen näher. Oh, aua! Ah, okay.
die Eule ist gerade gegen, ja, gegen einen Stein geflogen. Ich schau mal, ob ich den hinlocken kann hier. Geht das? Ich muss mal gucken, dass ich mich auch dann verstecken kann. Ja, kann ich. Oh nein, ich rufe schon wieder die dämliche Eule. Will ich nicht. Vertue mich damit immer. Moment, warte mal. Hat er gar nicht bemerkt? Okay, da müssen wir ihn ein bisschen näher locken. Mal so machen. Das hat er bemerkt. Ich hoffe, der kommt jetzt hier hin. Ja, sehr schön. Können wir den nämlich jetzt hier locken und wenn er sich umdreht, Takedown bei ihm. Ja, sehr schön. Das klappt. Das klappt, das klappt. Ich hoffe, das klappt. Versteck mich hier mal. Auf jeden Fall raus geht er schon mal aus seiner Höhle. Und er wird ja irgendwann, wenn er... Ach, scheiße, er hat den Gegner gesehen. Die Leiche. Fuck, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Scheiße. Fuck. Da habe ich jetzt natürlich nicht dran gedacht, dass er die Leiche sieht. Jetzt bin ich mal gespannt, was er jetzt macht. Auf jeden Fall guckt er nach rechts und links. Scheiße, fuck. Scheiße, jetzt geht er natürlich woanders lang, ne? Aber vielleicht ist das unsere Chance jetzt, hier rein zu gelangen. Ungesehen. Er ist natürlich in heller Aufruhr und heller Freude. Wir könnten ja mal gucken, ob er vielleicht zurückgeht an seiner Standardposition. Dass er vielleicht sagt, ja, interessiert mich jetzt nicht so sehr. Vielleicht ist er irgendwie doof natürlich, wenn er jetzt hier reinkommen würde und die Höhle begutachten würde. Das ist natürlich... scheiße. Das macht er bestimmt. Pass mal auf. Scheiße, der kommt hier lang. Fuck. Wenn der uns sieht, sind wir am Arsch. Sind wir echt am Arsch. Oder? Er steht da auf jeden Fall. Jetzt mal gucken. Na du. Bleibst du da stehen? Wenn jetzt da stehen bleibt, wäre super. Weil dann könnte ich ihn mir von hinten... Von hinten nehmen, wollte ich jetzt gerade sagen. Das klingt so falsch. Entschuldigung. Von hinten cashen. Ich probiere es mal. Naja, wenn wir jetzt natürlich... Oh, das Fleisch am Ding. Nehme ich gleich mal mit. Habe ich jetzt gerade im Augenwinkel gesehen hier. Ich hoffe, der sieht uns nicht. Boah, es wäre so geil, wenn das klappen würde. Komm, Takedown. Komm, Takedown. Yeah! Schwerer Takedown. Geil. Die Leiche nehme ich mit. Die verstecke ich. Falls mal einer... Haben die was bemerkt? Nein, ne? Oder?